Jetzt kommen die ganzen Artemis-Splitter. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Herzlich willkommen zurück zu Code Vein, liebe Schnetzelfreunde. Wir haben Giacomo jetzt wieder im Gepäck und wir werden zuerst mal auf dem Minimap die neuen NPCs. Giacomo, komm, sei mal still, ich will hier was anmoderieren. Die NPCs abklappern, die anscheinend da bei der Kathedrale oder halt da, wo der Boss war, erschienen sind. Also bin ich hier falsch schon mal. Ja, Branch, ja. Teleportieren, wo war das? Bam, bam, bam. Hier, glaube ich, oder? So, hast du was Neues zu sagen? Oh, do you need something? You met with the researcher outside? She's been a nuisance lately, pacing around and complaining. Very well. In that case, take this with you. It has no special power, but it may provide clues, depending on who looks at it. That seems fair enough, doesn't it? I can understand what she wants, after all. Rippenberührte Spitze. Aha. Okay. Ja, dann zeigen wir der das mal. Wenn die sich nicht selbst traut, da reinzugehen. Oder vielleicht kann sie nicht. Wer weiß, wer weiß. Yikes! Don't sneak up on me like that. You should really. Hm? Hold on. Where did you find this? With it, I might learn the effects on the Thorns of Judgment. They're the spikes that suddenly grew from the land during the Great Collapse. It's hard to believe, but the cathedral wasn't always here. It was nothing but thorns before. Which leads me to think the successors have enough power to alter the thorns in some way. Aha. Jo, das, Ich hatte mir das jetzt irgendwie aufregender vorgestellt. Jedenfalls, wir sollen ja Jack retten. Und es geht ja irgendwie hier um so einen alten Bekannten von Giacomo. Darum haben wir den dabei. Und das Ganze soll unter der Kathedrale sein. Jetzt kenne ich da nur einen Ort, da wo wir schon zweimal waren. Der Aufzug. Entweder ist es hier. Ich glaube, es ist hier. Die Frage ist halt, kriegen wir unten den... Naja, ist der falsche Punkt. Kriegen wir unten den verschlossenen Raum auf? Oder ist es wieder ein geheimer Weg irgendwo und das ist dann nur der Rückweg? Wir werden sehen. Wo war das jetzt? Das war hier, ja? Ja, das, die Unterhaltung lässt schon mal drauf spielen. Die Unterhaltung lässt schon mal drauf schließen, dass wir richtig sind. Tja. Lift fahren. Spannend. Ladebildschirm. Was will man sagen? La 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 la. Jetzt. Ja, falsch, falsch. Kamera falsch gedreht. Anfänger. Ja, jetzt ist offen. Cool. Endlich geht's in neue Gefilde. E16. Aschenhöhle. Ich habe fast was Falsches gelesen gerade. Die Aschenhöhle. Ah ja. Da gibt man Buffs. Alter. Alter, Alter. Komm schon. Artemis-Überrest. Aha.
Ah ja, bevor ich es vergesse, wir haben ja jetzt ein neues Talent, will ich es mal nennen. Aber das müssen wir erst freischalten. Und zwar wurde mir zugetragen, dass es sehr nützlich sei. Ein fester Stand. Tödlichen Schaden, wenn du LP über. Ist natürlich auch gut. Aber ich meinte eher das hier. Mehr Schaden mit zwei Handwaffen. Kann ich das nicht lernen? Ich habe Atlas Überreste 2 erhalten. Warum kann ich es nicht lernen? Ach, weil es 36.000 kostet. Oh mein Gott. Ja, dann müssen wir. Eva, can you hear me? The miasma must be too thick for it to get through. Jack, it's all right. We didn't come here to fight you. The cavalry's here. Your sidekick sent us. Eva did? Good. Then she got away safely. There's a lot I want to say to you, but I'll keep it short. Thank you for watching over Nicola. I really appreciate it. I'm not sure you should be thanking me. Who was it? Who attacked you? Somehow, the impossible happened. No successor should be able to escape from a sealed crypt. A successor? Wait, are you saying Mito attacked you? Eva already told you? That'll save some explaining. It's strange. I'm not picking up any relic response from Mito's body. And yet, as far as I can tell, the crypt is still functioning normally. I was completely blind to his deception. Wait, where are you going? Mito took the relics that were being held inside of Eva. He has to be stopped, no matter the cost. Let's go with him. This might get bad. Also hat der Mido jetzt zwei Relikte? Habe ich das richtig verstanden? Also er ist Träger eines Relikts und hat noch eins. Ah, cool. Da drüben ist noch so ein Splitterding. Wow. Wo? Ach da. Ja, ich sehe. Die sind ja nicht so schlimm. Hier müsste das rote Ding liegen, oder? Ah, da ist wieder ein Gegner. Artemis Überrest. Ah. Aha. Ja. Wie gesagt, oh, wir haben 35.000. Ist noch ein bisschen und wir können härter zuschlagen, ne? Mit zwei Handwaffen zumindest. Werden wir bei der nächsten Mistel gleich erlernen, das Talent. Ich glaube, das macht Sinn bei uns. Hallo, hallo, hallo. Soll das? Und wir nähern uns auch schon schnell dem Ende des Spiels, finde ich. Also, am Anfang
Waren die Dungeons immer so lang und so? Und jetzt? Entweder hat die kein Geld mehr. Am Schluss. Oder keine Zeit mehr. Aber irgendwie wird es immer kürzer. Oder soll das so sein? Wer weiß. Ja, da liegt was? Ja. Jetzt kommen die ganzen Artemis-Splitter. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. So. Noch nicht runterfallen. Hey! Ja, gut, Erfahrung gibt es zumindest. Aha, Überlebensk. Was ist das? Überlebenskünstler wahrscheinlich, ja? Königinstahl, Königinstahl. Ich brauche mal Titan oder wie das nächste heißt. Da waren wir schon. Hier waren wir noch nicht, aber es ist doch bestimmt eine Falle. Stempel. Okay. Das ist ein Multiplayer-Ding wahrscheinlich. Und den Multiplayer-Modus haben wir ja auch gar nicht genutzt. Man kann da bestimmt irgendwie ja, Leute herrufen und sich helfen lassen. Vielleicht machen wir das beim Endboss. Ich weiß noch nicht. Talente. Atlas. Hier, erwerben. Unbedingt. Das kann... Ja, nee. War gar nicht lang. Passiv. Stärke, Vitalität. Hier, Sprinten. Warum habe ich denn das drin? Weg. Hier kommt die Waffe rein. So. Den hat die Gegner wieder alle respawned. Alles gut, dann kann ich wenigstens testen. Die Wortwitze von ihm. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Noch tiefer oder was? Eieiei. Eieiei. Achso, der ist oben. Ne, den schnapp ich mir gleich. Ja, schön. Gut gemacht. Da hoch, ja. Komm schon. Er trifft hier halt echt. Darüber, da waren wir noch nicht. Ja, ja. Komm schon, komm schon. Toll das. Was hat die für eine Verteidigung? Ach so krass, ja, mit den Buffs und Zweihandwaffen ist einfach viel zu... Ich will jetzt ja nicht sagen einfach, aber... Ja, viel zu einfach. Man muss einfach nur noch aufschlagen. Irgendwie von Punkt zu Punkt gelangen. Und man merkt halt, dass das Spiel gar nicht so Dark Souls sein will.
möchte halt sein eigenes Spiel sein, irgendwie so ein Mixmax zwischen Dark Souls und japanischen RPG. Nur halt ohne Stats. Hey. Also und indirekt halt, man levelt da kein Stat direkt, sondern immer nur alles. Pro Level up. Was ich auch nicht schlecht finde, da muss man nicht viel denken. Was mache ich jetzt für eine Skillung und so? Das ist jetzt sowieso langweilig hier, das Geschnetzel. Kann ich auch eben so ein bisschen labern. So. Du auch noch, komm. Königin Stahl, nee. Wäre zu schön gewesen. Es kann sein, dass man den Titan wirklich nur ein-, zweimal kriegt im ganzen Spielverlauf. Und dass das ziemlich gut versteckt ist. Oh, dich hat man noch nicht. Du bist rot. Warte, ich lade zuerst Ico auf. Oder? Ne, komm. Wir laden so auf. Sind ja nur 10. Ja, komm. 2-Hit, oder? Schrittschub. Mal 2. Ja, nice. Erweiterungsfaktor. Den geben wir uns gleich. Jetzt können wir mehr Regeneration tragen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war vorhin. Ach ja, genau. Kann ja jetzt ein bisschen labern. Bis wir zum nächsten relevanten Ziel kommen. Storymäßig macht es das Spiel richtig gut. Also, ich finde auch die Art, wie Dark Souls die Geschichte erzählt, cool über die Items. Aber natürlich, hier muss man weniger denken. Ne? Bei Dark Souls muss halt wirklich denken, ja, was könnten die jetzt damit meinen oder ein bisschen spekulieren. Hier ist es ja wirklich vorgegebene Story. Und ja. Eine Kiste ist das. Ah ja. Formte Klinge plus 6. Ja, vielleicht finde ich jetzt noch eine Waffe, die mir besser gefällt. Wäre doch cool. Oder vielleicht testen wir mal andere Waffen. Damit es spannender bleibt. Jedenfalls, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr weiterkomme, dann kann ich auf jeden Fall jetzt Zweihand-Ding benutzen. Au. Ach, du bist so ein Magier. Warum warst du so lasch? Eia! Da passiert. Komm schon. Das ist doch wieder spannend. Nein, ja, komm, bestimmt nicht. Ich wollte eigentlich ganz was anderes machen. Schon. Komm, das war's jetzt, oder? Ach, gut.
Ja, keine Heilung mehr. Jetzt ist schon ein bisschen knapp. Aber das haben wir doch gut gemacht. Ja, ja. Da ist was Gutes. Überlebenskünstler, Überrest. Ob wir nicht vielleicht zuerst zurück zur Mistel gehen? Aber vielleicht kommt ja jetzt gleich die nächste. Das ist eine echt schwere Entscheidung. Wir könnten mal das Blut nehmen. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwelche Nebenwirkungen hat. Reines Blut, Medizin. Regeneriert den Körper. Was war das? Okay. Okay, okay, okay. Ja, wir kämpfen uns durch. Komm. Was soll schon sein? Wo ist da noch ein Gegner? Ach da. Komm, komm. Ist auch. Ja, da drüben könnte wieder krass sein. Ach, eine Mistel. Ja, gut, 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 gut. Ausgezeichnet. Gleich heilen. Vielleicht einen Stufenanstieg? Oh ja. 83. Krass. Ja genau, kann ich schaden, vorbereitet zu sein. Krass, wenn es der gleiche Typ Gegner ist, wie damals... Oh, das Geschrei. Wie damals. Da sind wir ja viel stärker geworden jetzt, also durch die paar Level-Ups. Übel. Was verlassen. Komm schon. Hallo, hallo. Da ist noch eine Kiste. Ah ja, genau, das Schwert wollten wir testen, ne? Das Schwert. Welches war das? Verformtes. Da. Oh, ist sogar ein Großschwert. Wie? Ist das besser als. Was ist das? Nein. Aha. Ich weiß jetzt nicht, ob das Moveset anders ist. Aber ich würde das gern mal ausprobieren. Vor allem würde ich das gern verbessern. Ah ne, das ist schwächer als das andere Schwert. Überlebenskämpfer. Ah, nicht Überlebenskünstler. Camilla.
Aha, ganz auf sich allein gestellt. Gibt's bestimmt Boni für keinen Partner haben, hm? Vitalität plus. Sonst nix. Ja, nee, wir bleiben schon hier beim Atlas. Plus 6. Das ist auch plus 6. Ja, die Waffe ist einfach schwächer. Aber was? Was ist. Ach, das hat besseres Scaling auf Geschick, Verstand, Willenskraft. Und Blut. Ja, nee. Nee, nee. Wir bleiben schon bei dem. Bei dem Oni schlechter. So. Aha. Das sieht nach dem Bossraum aus da hinten von der Form. Auf der Map. Wollen wir zuerst noch die anderen Sachen klären. Vor allem werden wir alle Überlebenskünstler-Überreste brauchen. Überlebenskämpfer. Sorry. Damit wir hier die Erinnerung wiederherstellen können. Hä? Was macht das für ein Move? Ja, 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 ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Ja, wir gehen einfach rauf. Komm. Kommt jetzt eh wahrscheinlich eine Cutscene. Aha. Doch kein Boss. Nur so ein. So ein Mini-Boss. Heilen wir uns nochmal. Alter. Goldeter Jäger. Bis jetzt läuft's ganz gut gegen den vergoldeten Jäger. Ach, ist gedodged. Alter! Was? Direkt eine Kombo und tot. Mhm, mhm. Gut. Der vergoldete Jäger. Goldi. Jetzt wird's wieder interessant. Kommt schon, Leute. Ja. Geht jetzt weg. Lass Giacomo darf nicht mit euch spielen. Der muss jetzt hier fokussiert bleiben. Giacomo. Giacomo, komm. So. Jetzt warten wir. Ja, weglaufen kann ich gut. Jetzt, warten wir schnell, bis der Debuff von Giacomo weg ist. Und dann geht's auch schon los. Zack. Zack. Und rein. Und Seelen holen. Seelen holen. Autsch. Komm, es ist ein Backstep jetzt, oder?
Zack, zack, zack. Annihilator. See you later, Jäger. Er lacht mich aus. Nein! Au, 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 au. Komm, Leben. Nein! Nein, nein, nein! Alter! Ja, krass. Hey, ja. Versuch Nummer 3. Reinlaufen und draufhauen nützt anscheinend nichts. Was könnte halt da die Schwachstelle sein von dem? Der Raum ist jetzt zu, oder? Den kann man nicht irgendwie in eine Ecke locken. Nee, da ist jetzt Nebelwand. Okay. Alter. Der Goldie. So, zweite Phase. Autsch. Er dodgt halt auch noch. Ah, jetzt wollte ich gerade einen Annihilator machen. Annihilator. See you later. Komm, jetzt ist es wieder so weit, dass ich sterbe. Darf halt kein einziges Mal nachlassen. Komm, töten. Ja. Ja, ja, es ist nicht so spektakulär, aber wir haben ihn geschafft. Immerhin. A vestige. Wait. Did that lost leave something behind? This is Mr. Nido. He's going to be taking all of you in. I don't think we'll get along with him. He doesn't look like he smiles. This is where it all began. I thought I told you not to come in here. What is this? What have you done? It's nothing to be concerned about. I'm merely indulging my curiosity. You, however, you will become something far greater. He was smiling as he spoke, like a child playing with a doll. Good morning. And how are we doing today, my dear children? You should celebrate, for today we are entering a new phase of our research. Rejoice on this glorious day of reunion. Praise curiosity in the progress it brings. For you are about to climb the ladder of evolution. Thank you.
He was well known and celebrated as a scientific genius. But he used orphans like us as guinea pigs for his twisted experiments. Then sold us all into slavery as enhanced soldiers. How awful. He always told us, humanity is but a stepping stone to the future, and curiosity is the philosopher's stone of evolution. His experiments never ended. He used my friends over and over again, like they were just objects. Mido, you bastard. I'll make you pay for what you've done. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.